Da. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Hi. Es gibt Berichte über einen gewalttätigen Kriminellen in ihrer Nähe. Over. Jemand ist in unserem System. Ich fahre das Netzwerk runter, um ihn loszuwerden. Ja. Muss hier weg. Wo kommst du denn her? Netzwerkzugriff wiederhergestellt. Alle Systeme hochgefahren. Okay. Schau mal die Daten. Oh Mann! Wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Geben Sie auf! Sie verschlimmern... Oh FBI. Shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in Ihrem Funkkanal! Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher! Verdächtigen einkreisen! Ich rate dir aufzugehen. Wow! Warum? Ist das mies! Das wird ein Spaß. Ich muss gucken, dass ich die auch alle kriege. Ohne dass sowas passiert. Ja, du mich auch. Ich mach damit mit Sicherheit noch kein Nette. Ich gehe hier jetzt mal hin. Okay. Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Oh Mann, wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Oh shit, oh shit. Was? Das FBI. Du hast das FBI gehackt. Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal. Will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher. Verdächtigen einkreisen. Okay. Schreibt aus! Wir finden, ist alles vorbei. Da drüben. Negativ, kein Verdächtiger. Gehe weiter. Dann muss ich hier oben mal bleiben. Wieso passiert das alles? Spürt ihn auf! Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Achso. Die hab ich gar nicht gesehen. Wurde auch Zeit. Autsch, das kriegst du so gar nicht hin, ohne dass du ganze Zeit weggehauen wärst. Mann, wie soll ich das denn machen, bitteschön? Gott, ist das schwer.
Da ist dein Van. Ja, das sind sie. Hol dir, was du kannst. Oh Mann, wer sind diese Leute? Die haben tonnenweise Zeug über uns. Noch mehr Fotos und wie es aussieht, eine Karte von Joshs Laufwegen. Und anderes. Was zum Teufel? Oh shit, oh shit! Was? Das FBI! Du hast das FBI gehackt! Hör zu, ich bin in ihrem Funkkanal! Jemand will auf unsere Datenquelle zugreifen. Sofort alle Agents hierher! Verdächtigen einkreisen! Wow. Was singt denn da so komisch? Vielleicht habe ich Glück hier oben. Wenn die mich nicht sehen, ist ja alles in Ordnung. Was ist denn los? So ein scheiß Anti-Hacker-Demon hat mitgekriegt, was wir machen. Warte mal kurz. Oh Mann. Okay. Und momentan bin ich noch sicher. Jetzt komm. Fertig. Wurde auch Zeit. Okay, geh zum nächsten Bereich. Wir kriegen hier unglaubliche Mengen an Zeug, Mann. Davon müssen wir was ausstrahlen. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt, Wrench. Ha, absolut. Okay. Boy, das ist mies. Ich bin froh, dass sie mich hier nicht finden. Das ist eine gute Stelle. Eine sehr gute Stelle sogar. Die hätte ich am Anfang schon wissen müssen. Aber gut. Probieren geht über Studieren, ne? Ich habe meinen Finger immer schon auf B. Wenn hier jemand reinkommt, den wieder zu strecken. Aber... Momentan geht's runter mit dem Fliegen. Und findet das Schwein. Und wir haben's. Marcus, wir sind durch. Hau schleunigst ab. Ich warte noch einen Moment. Bis das komplett weg ist. So. Klatsch. Autsch. Okay. Dann gehen wir hier wieder weg. Geschafft. Mann, war das mies. Geschafft. Sehr gut. Was ist denn das Horn eigentlich? Ein Symbol. Das ist unten, ne? Oder ist das oben? Was ist das? Wrench, was macht... Wir legen uns mit dem FBI an, Mann! Wir müssen unsere Kommunikation einschränken. Okay, aber... Minimale Kommunikation, M. Nur persönlich reden. Triff mich an dem Ort. Du weißt wo. Wrench? Wrench? Verdammt. Dann mal auf ins Café. Marcus, wir versuchen Horatio zu erreichen. Er antwortet... Warte mal. ...nicht und sein Handy bewegt sich auch nicht. Kannst du mal nach ihm schauen? Ich markiere das Handy auf der Karte. Klar. So... Okay. Marcus, diese Texte habe ich einem Cop geklaut. Was? Scheiße! Retro, Primate hat irgendwas vor. Einer ihrer Gorillas läuft gerade Amok. Lenny behauptet online, er gehört zu uns. Sie kann uns nicht einfach mit Dreck bewerfen. Versuch den Amoklauf zu stoppen. Verdien uns ein paar Pluspunkte.
Ein Kopfgeld-Event. Als Kind habe ich diese Dinger geliebt. Mann, das weckt Erinnerungen. Und hast du es noch drauf? Wäre cool, wenn Dedsec den Cops eins auswischen könnte. Unsere Follower würden es lieben. Besorg du mir das Kryptogramm und ich sehe, was ich tun kann. Wir müssen eigentlich da unten wieder rein. Oder wo auch immer. Ah, da ist es. Was machen die Bullen denn da? Boah, was ist das denn? Blut geleckt. Okay. Neutralisier. Kerl. Der Penner hat mich abgeknallt. So ein Sack. Was ist das denn für ein Penner? What the fuck? Affe. Hat er mich abgeknallt eben? Kopfgeld abgebrochen. Och man, was für ein Sack. Haben die ihn abgeschossen? Nee. Willst du mal mitmachen, wirst du abgeknallt. Wow. Was kam denn dann noch zu jetzt? Das. Das. Ich will aber das hier fertig machen. Ich will nicht immer in die nächste Sache reinspringen. Ist immer so dämlich. Okay. Ein anderes Café. So. Lalalala. Wie fies! Das ist das also war echt gemein. Ah, das war sicher, dass du meinen Geburtstag vergessen hast. Hi. Alter. Dir gefällt's hier, hm? Huh? Das Essen ist durchschnittlich. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß oder gruselig? Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray? Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee?
Schönen Tag noch. Drive VIP-Punkte in der Nähe. Achso, wir sind halt direkt drin. Genau, das ist die. Nee, das ist das. Nee. Wir müssen wo eigentlich jetzt hin? Ach, Mietchauffeur. Ja, was App? Mietchauffeur in der Drive SF App. Ach, da. Mietchauffeur. Besorgt dieses Fahrzeug, um Miranda abzuholen. Na dann, wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Hatte ich jetzt auch noch nicht, dass es direkt damit zugehört. Die stehen da und quatschen, oder wie? Ach nee, die stehen dran und fahren mit. Okay, muss schon sagen, ja. Apropos, Und jetzt werden schon 3 Folgen daraus. Achso, nee, das habe ich schon gemacht. Okay. Muss ich später gucken, wofür ich die Punkte ausgebe. Wir haben alle Schiss. Und ich komme mit dem Fahrzeug bestimmt mit der Schrott an. Obwohl, mit dem anderen bin ich auch nicht kaputt angekommen. Egal. Schauen wir einfach mal. War nicht Miranda die Stadt und die Starts, weißt du was ich? Warum springen wir eigentlich auch Richtung Straße? Ist auch geil. Genau. Ich hab's Marcus? Was machst du hier? Hey Miranda, ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep. FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen, aber uns fehlen noch Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat? Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig. Gut. Dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Was ist das? Okay.
Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallums. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Handschuhfach geplündert. Das ist klar. Das ist nur so lange dauert, ey. 36.000. Neue Mission. Die war jetzt... Wow. Dass die immer so weit weg sind, ey. Ach komm, wir fahren da jetzt einfach hin. So. Wir sind ja auch so schon gefahren. Tschüss. Und so weit ist es ja gar nicht. Man denkt immer, das ist relativ weit. Ist es aber nicht. Man sollte auch nach vorne gucken. Obwohl, warte mal. Falsch. Ich noch. Doch lieber dem, das Massaker. Steht auch gleich hier um die Ecke. Mal Fahrzeug wechseln. Sollte man zwischendurch auch machen. Besonders wenn man gesucht wird. Und los geht's! Vollgas! Gib Gas! Bretter überall rein, wie es nur geht. War ich nicht. Das macht echt weh, wenn da jemand durchfährt. Aber da sind wir schon weg. So. Auf da. Hallo. Ich bin schneller als ihr. Deswegen. So weit ist das eigentlich gar nicht. Klar, Sperrgebiet. Sorry. Aber irgendwie, ja. Ich mache immer viel zu viel Blödsinn damit. Weil wir fahren ja eh gerade nur. Aha. Tschüss. Scheiß Bus. Ich kam doch gerade lang gefahren. Mann. Ist aber... Ja gut, ist trotzdem ganz schön weit, ne? Weiß nicht. Auckland. Forschungspunkt in der Nähe entdeckt. Wie viele hier wohl unterwegs sind. Und Forschungspunkten. Ups. Ich fahre überall immer gegen. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nirgendwo gegenfahren würde, oder? Ja.
Und da sind wir. Aber mitten so ein bisschen auf der Straße stehen lassen. Egal. Hier ist Fred. Total quadratisch. Ding laufen. Deshalb konnte sie nicht hier sein. Sie ist toll, weißt du? Wirklich toll. Wir haben die schlechte Phase. Okay, wir müssen da rein. Gucken wir mal. Wir gucken einfach mal. Sorry. Bin einfach nur doof. So. Sesam, öffne dich. Was? Bin FBI drin? Ist ja unauffällig, wenn man da reingeht, ne? Bestens. Okay, Marcus. Die müssen irgendwelche Daten haben, die uns zu ihrem Spion führen. Sag mir einfach, wo ich sie finde. Das ist es ja, M. Die Typen sind nicht bescheuert. Sieht aus, als hätten sie alle Daten aufgeteilt. Ich weiß nicht, welcher Server es ist. Oh, super. Schön, dass du gewartet hast, bis ich drin bin, bevor du mir das sagst. Geh rauf aufs Dach zur Antenne und schließ einen Sendeempfänger an. Mit den eingehenden Daten kriege ich raus, welcher Server es ist. Klar, kein Problem. Geh rauf aufs Dach, platziere einen Sendeempfänger. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ja. Da 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 da. Da 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 da. Oh hi. Schalte dich immer aus. Nur sicherheitshalber. Weil wir hier eh so rumlaufen. Wieso bist du hier? Keine DedSec-Kitties erlaubt. Verzieh dich lieber, DedSec. Warum? Ja. Ach, da oben. Mann, das wird ein Weilchen dauern. Bewundere aber nicht erst die Aussicht, Alter. Wow. Dann haben wir das da. Das da. Warte mal. Achso, hier ist noch einer. Okay. Wie komme ich denn da jetzt ran? Ah, Moment. So, so, so. Was fehlt denn noch? Mhm.
Okay, man kann es wieder zurücksetzen. Okay. Meins. Was ist denn hier das Problem? Ah, okay. Bin manchmal ein bisschen blöd. Bereit. Cool. Warte. Ich verfolge den Datenfluss. Ich hab Zeit. Ich sitze ja nur auf dem Dach des FBI. Geschafft. Okay. Ich habe ihn auf deiner Karte markiert. Aha. Schau mal was. Da hinten. Kann das sein, dass wir direkt daran müssen? Ja. Ich schau mal, ich mache mal noch vieles von hier oben. Am besten. Was da? Genau, Verstärkung rufen. Genau, was ist das? Das wird ein Spaß, aber gut. Ich würde sagen, ich werde hier jetzt mal die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Watch Dogs 2. Bis dann. Ciao, ciao.